Das Thema Mathematik. Der Ort Herzogenriedpark in Mannheim. Die Veranstaltung Explore Science. Willkommen zu den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen der Klaus-Tschirer-Stiftung. Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Das Team von Explore Science hat das Konzept neu auf den Herzogenriedpark angepasst, Zelte, Bühne und Außenfläche neu arrangiert. Herausgekommen ist eine Veranstaltung für kleine Schüler, für große Schüler und für erwachsene Gäste. Sie alle lockt das Interesse an der Mathematik. Geschäftsführerin Lilian Knobel ist vom neuen Veranstaltungsort begeistert. Es fühlt sich ganz toll an. Als ich heute Morgen hier ankam, hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinpassen. Aber sie tun's. Die Stimmung ist super. Das Wetter hält. Es gibt unglaublich viele verschiedene Zelte, wo man so viele verschiedene Dinge ausprobieren kann. Und das bleibt den Rest der Woche so. Ich bin happy. Mathematik an allen Ecken und Enden. Viele Gäste sind erstaunt, was alles berechnet werden kann, wo überall Formeln und Algorithmen drin stecken. Zum Beispiel in den Programmen, die diese Roboter steuern. Sie finden dadurch ihren Weg durch den Parcours. Oder bei der Kryptographie, also das Verschlüsseln von Nachrichten. Ganz einfach gezeigt an dieser Scheibe, die hilft, Buchstaben auszutauschen und vermeintlich unleserlichen Text zu erzeugen. Oder herauszufinden, wie die eigenen Finger von Vorteil beim schnellen Rechnen sind. Aber auch Linien auf dem Papier. Die verschiebbaren Punkte helfen, große Zahlen zu bändigen und mit ihnen zu rechnen. Mathe ist so vielschichtig und es ist auch nicht nur im Matheunterricht, sondern auch in der Kunst oder in der Musik. Komposition ist am Ende auch Mathe. Und ich finde, das ist von allen ganz toll umgesetzt worden, ja? Und gar nicht langweilig. Ein wichtiger Teil der Explore Science, die Schülerwettbewerbe. Schon vor dem Event in Mannheim können experimentierfreudige Schülerteams an verschiedenen Aufgaben knobeln und tüfteln. Später dann präsentieren sie ihre Lösungen in diesem großen Zelt. Eine Jury bewertet das Ergebnis, die Besten werden prämiert. Eines, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war beim Stand des Hauses der Astronomie. Dort haben die Kollegen und Kolleginnen ein Modell aufgebaut mit den verschiedenen Planeten und die Distanz zur Sonne und zum Sonnensystem. Und je nachdem, welchen Winkel man einnimmt von dem Planeten zur Sonne, sieht man unterschiedliche Licht und Schatten. Und das habe ich so selber noch nie ausprobiert. Und das fand ich wirklich faszinierend, wie unterschiedlich die Planeten zur Sonne tatsächlich sind. Ebenfalls vor der Veranstaltung bewerben sich Schüler und Schülerinnen für das Videoteam. Sie können einen Tag lang ihre Themen der Explore Science in einem Film darstellen. Kamera, Ton, Interviews, Recherche, sie können viel ausprobieren. Vorher gibt es in ihrer Schule einen Vormittag lang Training an Kamera und Mikrofon, damit die Schüler Videoredaktion am Tag selbst direkt loslegen kann. Viele Ideen, viel Begeisterung und viele Angebote. Das sind die naturwissenschaftlichen Tage der Klaus-Tschirer-Stiftung hier im Herzogenriedpark in Mannheim.